Wie entwickelt sich aus einer Zelle ein Zebrafisch? Wie funktionieren biomolekulare Motoren? Und welche neuen regenerativen Therapien können künftig gegen Krankheiten entwickelt werden? Das sind nur einige Fragen, denen sich mehr als 200 Nachwuchswissenschaftler der Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering widmen. 2006 wurde die Graduiertenschule der Technischen Universität Dresden im Rahmen der Exzellenzinitiative von der DFG bewilligt. 3 bis 4 Jahre können die Doktoranden hier lernen und forschen. So wie Shuizi Rachel Yu aus Großbritannien, Jeremy Pulvers aus Australien und Carlos Andrés Chacón Martinez aus Kolumbien. Jeder von ihnen arbeitet in einem der 3 Fachgebiete der Graduiertenschule, in der Zell- und Entwicklungsbiologie, der regenerativen Medizin sowie der Biophysik und der molekularen Biotechnologie. Was hat sie dazu bewogen, in Dresden zu promovieren? Wir haben hier eine gute Ausstattung und Leute, die wir jederzeit ansprechen können, mit denen wir neue Netzwerke etablieren. Es ist wirklich leicht, sie zu erreichen, mit ihnen persönlich über Projekte zu sprechen. Ich kann jederzeit mit Gruppenleitern anderer Institute hier auf dem Campus kooperieren. Alles ist sehr gut organisiert. Als ich zum Bewerbungsgespräch hierher kam, war ich sehr beeindruckt von der Qualität der Forschung und der Ausstattung in den Laboren. Und natürlich war ich auch sehr an dem Forschungsprojekt meines Gruppenleiters interessiert. Deshalb bin ich hierher gekommen. Das Doktorandenprogramm hier in Dresden ist sehr attraktiv. Es gibt viele Studenten mit unterschiedlichen Hintergründen, nicht nur wissenschaftlich, sondern sie kommen auch aus vielen verschiedenen Ländern. Es ist einfach sehr stimulierend, hier zu arbeiten. Die Forschungsbereiche der Doktoranden sind nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich eng miteinander verbunden. Nur wenige Schritte liegen zwischen dem medizinisch-theoretischen und dem biotechnologischen Zentrum der Technischen Universität sowie dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Ein enormer Vorteil für die fachübergreifende Kooperation, von dem die Studenten profitieren können. Doch nicht alle bekommen die Chance, in der Dresdner Graduiertenschule aufgenommen zu werden. Wir haben einen überwältigenden Zuspruch mit über 400 Bewerbungen pro Selektionsrunde, die meisten aus dem Ausland. Aus denen wählen wir die Besten aus für eine Interviewwoche nach Dresden. Und nach einer ganzen Reihe von Interviews mit Gruppenleitern, mit Komitees, werden dann die Besten identifiziert und die erhalten Angebot für unser Programm. Und die Allerbesten eventuell auch ein Stipendium. Carlos Andrés Chacón Martinez gehört zu den Besten. Er forscht im Bereich regenerative Medizin. Der 28-Jährige untersucht die Funktion von Immunzellen. Er will herausfinden, wie diese Zellen eine bestimmte Form annehmen, wie sie zu den Entzündungsherden gelangen und gegen Erreger kämpfen. Carlos untersucht dabei ein spezielles Protein, das in die Zellwanderung und Immunfunktion involviert ist. Shuizi Rachel Yu studiert am lebenden Zebrafischembryo, wie sich die Eiweiße, die für die Kommunikation in den Zellen verantwortlich sind, im Gewebe verteilen. Dabei nutzt die 26-Jährige lasergestützte biophysikalische Methoden. Auf diese Weise kann sie die Anzahl der Einzelmoleküle direkt messen. Jeremy Pulvers beschäftigt sich mit den evolutionären und molekularen Aspekten der Gehirnentwicklung. Der 25-Jährige bereitet seine Promotion in einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik vor. Am Mausmodell untersucht er, welche Gene die Größe des Gehirns beeinflussen. So wie Jeremy sind alle Dresdner Doktoranden in mehr als 70 international renommierte Forschungsgruppen integriert. Das Besondere ist, dass die Nachwuchswissenschaftler 3 Betreuer haben, ihren Gruppenleiter und 2 Wissenschaftler aus den anderen Forschungsbereichen. Im Jahr 2001, als dieses Doktorandenprogramm als eine International Max Planck Research School gegründet wurde, waren diese Dissertationskomitees eine neue Form der Doktorandenbetreuung. Darüber hinaus ist unsere Schule eine neue Form der Kooperation zwischen Universität und Max-Planck-Institut, die diesen Campus enorm befruchtet hat und die Idee von einem Campus, nämlich Biopolis Dresden, sehr gefördert hat. Aufgrund der guten Vernetzung der Institute und Forschungsbereiche arbeiten die jungen Wissenschaftler der Dresdner International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering nicht isoliert voneinander.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ideen auszutauschen oder einfach mal gemeinsam zu entspannen.